Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Und in der letzten Folge haben wir eine von Schloss Bowsers Piranha Wolf. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Mit dem Königssamen gekillt. Und ja, jetzt müssen wir durch die letzte Welt quasi. Das ist halt wirklich die letzte Welt. Diese Blüteninsel. Und jetzt müssen wir da oben in die, wie hießen sie, Wolken, irgendwas. Wir machen jetzt erstmal hier das Haus des Fischers. Hier kriegt man wieder ein Abzeichen, ne? Ha, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Denkt ihr, das klappt? Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Bitte, ich möchte auch helfen. Nimm diesen Wundersamen, den ich vor langer Zeit an Land gezogen habe. Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Ah! Okay. Greif zu! Greif zu! Okay, in dieser Welt sind die orange. Cool, kriegen wir einfach einen geschenkt. Lol. Gut, einfach ein Geschenk bekommen. Ja, und hier sind wir wieder. Oh, das heißt, man kann sich nicht... Naja, verstehe, ist aber ein geiles Konzept. Weil in Welt 1 haben wir quasi alle Wundersamen gesammelt. Genau, Welt 1, Röhrenfelsenwiese, sind wir durch. Bis auf halt die Welt S, aber das ist ja auch ein Thema für sich. Ich meine, wer rechnet bitte damit, dass man nach Welt 1 in Welt S kommt mit Stufe 5 lila Sternen? Schwierigkeitsgrad. Holy shit. Aber ich sehe auch, dass es von jeder Welt... Ja. Man muss in jeder Welt diesen Secret finden. Oder diesen Secret Exit finden. Damit man... Weil da sind 7 Blumen. Das heißt, in jeder Welt muss es eine von diesen Pflanzen geben, womit man hier in diese Welt kommt. Damit man diese Level schaffen kann. Und wenn man die 6 Dinger da unten gesammelt hat... Jo, das könnte sein. Weil die Welt schwebt halt über der anderen Welt. Das würde passen. Alles klar. Schon assi, das Ding hier, ne? Also, boah, das ist crazy, was man hier... Also ich finde bisher alles relativ geil, bis auf die Steuerung. Die, da muss ich mich noch echt dran gewöhnen. So, Abzeichen des Delfin-Kick. Ah, damit kann man unter Wasser durch... Drücke unter Wasser R oder schüttle den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu halten. Ah. Erstmal Pilz. Oh, wie geil. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, die ganze Zeit das zu spammen. Oh, die Musik, ne? Das ist ein Remix halt von der... Oh, geil. Wie hieß die? Glasstrand-Galaxie? In Super Mario Galaxy? Ist das die Musik? Nur den Remix halt, ne? Oh, ist das cool. Kann es sein, dass man eigentlich... Ja,
Okay. Das heißt, wir müssen schneller als der Delfin sein. Ach, und diese... Ach so. Ja. Alter, wie schnell. Scheiße. Oh mein Gott, ist das knapp. Ah ja. Hey, warum ist der da rumgegangen? Fick dich, Mario. Okay. Alter, den ersten zu erwischen ist ja ultra schwer. Da kommt die andere Blume auch noch angeflogen. Holy shit, Alter. Was bist du? Ach, die Wundersamen generell sehen jetzt so aus. Du schwimmst toll! Ich schwimm nicht toll, Alter. Absolut nicht. Boah, das muss ich irgendwann nochmal aufs Spiel machen, ey. Dass wir die letzte Coin da auch bekommen. Bye bye! Aber das ist wirklich was, wo man halt die ganze Zeit dran sitzen muss. Ne, also. Da muss halt permanent den richtigen Weg finden, nirgendwo gegenkommen. Toll gemacht und wir haben sogar das Abzeichen, was du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Nein. Lass das mal sein. Obwohl unter Wasser? Unter Wasser ist das gar nicht so schlecht, ne? Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich nehme es mal trotzdem mit. Weil unter Wasser bringt mir ein Wandsprung zum Beispiel nichts. Hi! Hi! Geht's? Alter, was ist er denn? Nice! Der macht einfach alles kaputt! Hi! Na, wie geht's? Okay. Wait, was? Ich wollte... Lol. Wie er die Mütze noch nachzieht. Das ist ja cool aus. Schnell weg hier! Oh Gott. Was bist du denn für ein Tentakel? Sollst du eine Seealge darstellen? Ach so. Die erste Keule haben wir. Ach, der reagiert auf alles. Ja, tatsächlich, lol. Der reagiert auf alles. Ach, den habe ich, glaube ich, nicht drauf geachtet. Aber hier kann man rein, ja. Ich sollte auch diese Delfin-Attacke vielleicht verwenden. Am Hintergrund sind so Delfinwellen und Wolken. Cool. Ich denke mal, hinter mir war jetzt nichts. Ich muss trotzdem gucken, was hier ist. Schwimmen. Schwimmen. Dass dir die Ohren klingen. Okay, warum? Oh, hier gibt's so Stacheln. Feuerblume! So, Röstfisch gibt's nicht. Schade. So, da oben, ne? Das sieht jetzt schon so aus wie Secret, ne?
Alles klar. Hallo, Babys. Aber bisher finde ich die richtig geil, ne? Ja, gut. Da habe ich aus der Sicht rausgenommen. Kann man die eigentlich kaputt machen? Ich würde gerne wissen, ob ich... mit diesem Delfin-Boost auch Gegner angreifen kann. So, dann ist den Satz endlich mal beendet. Hier, komm hier hin. Das bringt mir da hinten nichts. Komm hier hin. Schade. Wundervoll! Wundervoll! Er stirbt dann auch. Das war ja wild! Das war ja wild! Warum kann die Blume eigentlich mit in diese Wunderwelt? Ach so, weil die Welt ja angepasst wird. Ja, okay. Haben wir alles? Ja, haben wir alles. Gut. Haben wir alles. Nicht. Nice. Schöne Wasserwelt. Oh, und es ist auch das erste Mal, dass man keine Zeit hat, ne? Kein Zeitlimit für die Level. Oder? Das fällt mir erst jetzt so auf. Man hat früher ja immer Zeit gehabt. Das ist ja gar nicht mehr so. Ist ja gar nicht mehr so. Meereshöhle der Stibitzkis? Okay. Wer klaut denn hier was? Ich will sagen. Was ist denn? Aber nix. Hä? Das ist eine rote Röhre. Aha, verstehe. Cool. Nein, ich wollte... Was ist denn hier? Ha!
Natürlich. Und es ist keine 10er-Coin wert. Nach Salz. Ja, Moment. Ich brauche den Typen da unten. Scheiße. Ach, lol. Aha. Oh. Kommt man da auch durch? Jetzt weiß ich auch, wie man in die erste Coin kommen kann. Man braucht diesen Typen hier. Und dann kommt man hier rein. Yo, Alter! Assozialität des Maximalen, Alter! Du hast mich gefunden! Alter, was? Als ob. Das ist ja crazy. Ach, wir können ja übrigens auch so machen, ne? Sollte man sich vielleicht merken. Sollte man sich wirklich merken, dass man diese Delfin-Fähigkeit, wenn man die ausrüstet, dass man sie auch nutzen kann. Nice. Die zweite haben wir auch. Okay, Feuerblume. Kann man die killen? Ja, okay, nice. Aha. Hä? Hä? Was war das denn? Okay, man kann Gegner nicht dashen, sag ich mal. Okay, da unten ist tot. Ach so. Aha. Hä? Hä? Es ist umgedreht. Lol. Und ich kann nicht mehr schwimmen. Frage ist... Ach so. Ich dachte, da geht's weiter. Hä, was war das denn für eine asoziale Scheiße? Das war ja richtig scheiße. Nein!
ein Fitzelchen zu schnell. Ah, jetzt kann ich meine Dingsbums auch wieder einsetzen. Das ist schon voll. Ah, natürlich. Gut. Die letzten Coin haben wir schon mal. Aber muss ich hier hin? Fühlt sich nämlich irgendwie nicht so an. Moment. Aha. Ah, doch, da oben. Ich traue dem ganzen Rad noch nicht so. Okay, da ist der Wonder Seed. Okay. Ich denke mal, da ist nichts weiter. Hey, ihr kleinen Geldsnacker hier. Bist du klatschnass? Da, Junge. Aber ich denke mal, hier ist nichts mehr, ne? Ne. Gut. Natürlich springt er in dem letzten Moment nicht auf. So. Wonderful. Komisch an. Dülü. Aber es war schon geil, dass die Gravity sich quasi getauscht hat. Ups. So, was willst du? Da habe ich ja richtig Angst bekommen. Von Vögeln halte ich mich meist fern. Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wär's mit einem Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Blockabzeichen verkauft. Denk immer daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drücke einfach R und ich helfe dir. Ach so, ja, er kann auch entscheiden bei den. Er kann hier L Wahl des Prinzen. Er hat den Jetantrieb angelegt. Ich gehe aber wieder zurück auf meins, weil ich brauche kein Random-Abzeichen. So, den Shop können wir uns noch gönnen. Erstmal den Wundersamen. Und das Block. Den Level erscheint Block, auf den du stehen kannst. Manche enthalten auch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Oh Gott, das wird so ein Ultra-Secret Abzeichen-Ding sein. Oh Gott. Warum? Komm, wir gucken uns mal hier einen an. Yoshi geduckt. Mario schön. Ne, den hatten wir schon. Yoshi Flatterflug. Ah, komm, gönnt. Toad schwimmend. Ah, wir gönnen uns jetzt hier. Ein gelber Feuertaut. Cool. Ja, ich gönn noch einen. Ballon Mario! Wir haben einen goldenen! Geil! Es gibt Ballon Mario. Und ich kaufe mir tatsächlich ein paar One-Ups. So, 5 Stück. Wenn der das schon hier anbietet, tue ich mir das auch tatsächlich rein. Ich weiß echt nicht, was das soll.
Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!